1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu später Zeit. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der gerade gesagten und der genannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 24 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Thomas. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe eigentlich an, weil ich seit einem Jahr ziemlich verliebt bin zwar, aber ja, irgendwie nicht mit ihr zusammen bin, weil sie noch verheiratet ist. Also das hat alles angefangen vor einem Jahr. Halloween. Bald also. In einem Jahr. So, und ich hab ein Ehepärchen kennengelernt, in einer ganz kleinen Dorfkneipe. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich tierisch in sie verliebt nach einer Zeit. Wir haben uns dann immer öfters getroffen, sind auf Weihnachtsmärkte gegangen. Ja. Jeden Morgen habe ich sie dann nachher nur noch abgeholt. Ich bin arbeitslos dann geworden, habe sie dann jeden Morgen abgeholt. Hab sie zur Arbeit gefahren, hab sie mittags wieder abgeholt, dann sind wir mittags immer mit dem Hund Gassi gegangen und haben alles eigentlich nur zusammen gemacht und am Wochenende rausgegangen, was trinken gegangen und so. Ja, und auf jeden Fall. Lass mich unterbrechen, sie ist verheiratet gewesen die ganze Zeit und immer noch. Immer noch, genau. Ja, und normalerweise bin ich auch nicht so ein Typ dafür. Ja, hat er das denn mitbekommen, wenn du so viel mit seiner Frau unterwegs warst? Nein, wir sind, also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall bin ich auch nicht so gut gewesen eigentlich, also sowas habe ich noch nie gehabt. Ja, wir sind am Wochenende sogar mit ihm zusammen mal dann weggegangen und so. Er hat halt nichts gewusst davon und. Ach so, du hast so eine. Ich wollte sie halt einfach nur sehen. Eine Freundschaft vorgetäuscht zu beiden. So ungefähr. Und im Grunde läuft das mit ihr schon ein Jahr was. Ja, richtig, jetzt bald ein Jahr lang, ja. Mann. Ja, und auf jeden Fall ging es dann weiter und, ja, wir wollten dann im April wollten wir dann auf jeden Fall zusammenziehen. Und dann haben wir uns Häuser angeguckt und so und, haben uns mehrere Häuser angeguckt und auf jeden Fall war dann der 20. Mai, da wollten wir dann zusammen wieder weggehen. War dann wieder so ein Abend, wir hatten bis dahin auch noch nichts gefunden gehabt an Häuschen oder wo wir zusammen hinziehen könnten. Und ich war halt immer noch arbeitslos, das war halt auch das große Problem. Ne? So, und ja, auf jeden Fall sind wir dann weggegangen, zusammen was essen gegangen und so. Und dann sagte sie mir mit Tränen im Auge, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat und dass sie schwanger ist. Von wem? Ja, also sie sagte zu mir direkt, kann nur von dir sein. So, also nicht von ihrem Mann, sondern von mir. Das war im Mai. Weil sie sagte mir auch die ganze Zeit von Anfang an, sie wollte sich trennen und sag mir mal, wie lange die verheiratet ist mit ihrem Mann? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie alt ist sie? Sie ist 32. 32. Haben die Kinder? Nein, aber das ist auch noch so eine Sache, weil also das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Sie hat mir halt erzählt, vor einem Jahr war sie schwanger gewesen, hat sie mir auch gezeigt auf dem Schwangerschaftspass und hat dann aber abgetrieben, weil sie nie Kinder haben wollte eigentlich. Lass uns mal eins beim anderen erzählen. Also im Mai hat sie dir berichtet, sie sei schwanger. Ist sie das schwanger? Im Mai, genau. Ist sie schwanger? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der kleine Leon da. Er ist da? Ja. So schnell geht das? Ja, wir haben am 2. Mai sind wir dann direkt zum Arzt gegangen. Moment, wo kann ich sein? Sie war dieses Jahr im Mai schwanger? Und richtig, und ich kannte auch sowas im Sozialen, wäre ich nicht dabei gewesen, hätte ich gedacht, sie will mich verarschen oder so. Wir sind am 2. Mai zum Arzt gegangen. Juli, August, September? Richtig. Oktober? Wir waren im 6. Monat. Ach so. Ja, wir waren im 6. Monat. Kann es also doch geben. So, jetzt ist ja ein Kind. Das Kind ist angeblich von dir. Ja, also. Sie ist aber immer noch zusammen, sie ist immer noch mit ihrem Mann zusammen. Richtig, ja. Warum ist sie immer noch mit ihrem Mann zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Also sie weiß da auch keine Antwort drauf, weil... Sollte sie aber wissen. Sie ist überhaupt nicht mehr glücklich und so. Gut, jetzt habe ich erst seit 1.9. wieder neue Arbeit bekommen. Halt, ich will noch was wissen. Glaubt denn ihr Mann, dass das Kind von ihm sei? Nein, er weiß, dass das von mir ist. Ach, er weiß das sogar? Ja, ich weiß nicht, also er will auf jeden Fall mit ihr zusammenbleiben, hat er zu ihr gesagt. Und, Wie, was ist denn da los? Der weiß, dass sein Kind von einem anderen Typ ist. Ich weiß das von mir selber, also ich weiß es auch, dass er es weiß, weil ich habe es ihm selber gesagt, ne? Ja. Wie ist denn euer Kontakt im Moment? Habt ihr immer noch regelmäßig Kontakt? Ja, also ich bin jetzt gerade von ihr gekommen. Ja. Weiß der Mann das auch, dass ihr regelmäßig Kontakt habt? Nein, nicht, nein.
Also nicht mehr. Da ist erstmal die Wahrheit gesagt worden und dann eine Lüge darauf gesetzt. Richtig. Mhm. So. Ja, Thomas, das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Also ich würde auch sowas gar nicht eigentlich mitmachen. Also ich bin, keine Ahnung, ich bin nur ganz schön verliebt in sie. So, und was ist denn jetzt auch? Ja, genau, was ist mit der Frau los? Die sagt dir, dass sie in dich verliebt ist. Richtig. Sie hat angeblich ein Kind von dir. Hundertprozentig wissen wir das ja noch nicht. Doch, also für mich schon, weil der Kleine hat die Wirbel wie ich, der Kleine hat die Augen wie ich, der Kleine hat die Hände, so große Hände wie ich. Und meine Mutter ist selber auch davon überzeugt. Mhm. Sie hat den Kleinen jetzt auch gesehen. Wir sind zusammen zu meiner Mutter gefahren und sie hat ihn gesehen. Ich war super glücklich darüber. So, die Frau ist in dich verliebt. Ja. Sagt sie. Sagt sie. Sie sagt, dass sie in dich verliebt ist. Ja. Was sagt sie denn, was sie für ihren Mann noch empfindet? Also sie sagt, es ist nur Gewohnheit. Es ist einfach nur eine Gewohnheit. Dann frage ich jetzt, warum ist diese Frau mit ihrem Typ noch zusammen? Tja, das frage ich mich eigentlich auch. Also warum fragst du sie nicht intensiver? Ja, das mache ich eigentlich jeden Tag gesucht. Ja. Ohne Scheiße, ich mache es jeden Tag. Und sie nervt es dich nicht, dass sie mich würde es tierisch nerven. Doch, vor einer Woche hätten wir beinahe, also wir haben auch wieder eine Zeit lang jetzt erstmal keinen Kontakt mehr gehabt, weil er Urlaub hatte. Ja. Da war es auf einmal wieder ganz vorbei und ja, sie hat halt mich nur noch angerufen, wenn es halt ging und wenn er halt weg war und so ungefähr. Mhm. Oder wir haben uns dann heimlich schnell getroffen, ich bin dann von der Arbeit schnell zu ihr gefahren und haben uns getroffen, wenn er mal weg war. Weißt du, mich provoziert das schon, wenn ich das so erzählt bekomme von dir. Ja, ich bin da selber, also ich hätte das auch gar nicht so lange mitgemacht bis jetzt, aber irgendwie, ich bin verliebt. Ich habe auch noch nie so was empfunden. Du bist verliebt, natürlich. Das ist mir schon völlig klar. Und du bist noch emotionaler angetitscht, dass aufgrund dessen, dass da jetzt ein Kind ist und es wahrscheinlich dein Kind ist. Dennoch musst du der jungen Frau mal, denn so jung ist sie ja auch nicht mehr, mal den Kopf waschen, dass das so nicht läuft. Also so läuft es nicht weiter. Sie hat, glaube ich, auch ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich war, wie gesagt, arbeitslos. So, und und dann haben wir erfahren, sie sind 6 Monate schwanger. Mhm. So, und dann, ich denke mal, sie wusste auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Sie wollte nie ein Kind haben, stand fest. Du wolltest sagen, sie hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, dass das finanziell nicht so läuft. Richtig, weil sie hat Schulden und ich habe auch noch ein bisschen Schulden, muss ich dabei sagen. Gut, aber das ist doch nun wirklich keine Erklärung dafür. Ja. Und keine Entschuldigung. Ja. Ist man erst heirats- oder fähig für eine Beziehung, wenn man auch die entsprechende Kohle hat? Das war alles Quatsch. Ich hab heute noch zu ihr gesagt, ich sage, also so viel Liebe kannst du gar nicht für mich empfinden, dass du, sonst hättest du schon lange Schluss gemacht. Und da sagt sie nur drauf, doch schon, aber das ist halt so eine Gewohnheitssache und sie weiß nicht, ob sie wieder einen Fehler macht, ob sie überhaupt beziehungstauglich ist. Und Thomas, das ist alles Geschwaller. Das ist alles Unsinn. Die Frau ist eine gestandene Frau von 32 Jahren. Wenn das vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate läuft, aber es läuft jetzt ein Jahr lang. Ja, und angeblich ist sie schwanger gewesen von dir und es ist dein Kind. Dann muss diese Frau eine Entscheidung treffen. Punkt. Ja, Punkt. Und das Recht hast du auch. Und dieses Gedönse da hin und her ist, da bist du wirklich ein Hampelmann im Moment. Das ist richtig. Ja, das denke ich schon länger, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich sie sehen kann und ich Das ist genau der Punkt, das signalisierst du ihr auch. Und damit signalisierst du ihr, ja, mit dem kann ich es ja machen. Das ist richtig, aber, ja, ich glaube, du musst einfach mehr einen Standpunkt vertreten, damit die auch sieht, dass das alles nicht so geht. Weigere dich doch ganz einfach, das heimlich jetzt weiterzuführen. Damit da auch ein bisschen Bewegung in deren Geschichte reinkommt. Er hat uns ja im Dezember hat er uns ja auch zusammen erwischt gehabt. In der alten Wohnung halt, wie gesagt, noch. Und da kam er früher nach Hause. Ja, im Dezember. Jetzt haben wir Oktober. Ja, ist richtig, ja. Ja, der geht ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, der geht ja davon aus, dass da nichts mehr läuft zwischen euch beiden. Richtig, richtig, ja. So. Ja. Das würde ich verlangen, dass das Geheimnis schon mal gelüftet wird und aufgedeckt wird. Ja, und sie sagt zu mir, sie will, wenn das so machen, dass sie sich schnell trennt von ihm und schnell weg ist, weil das ist auch so ein, der ist ein bisschen komisch, der hat sie beinahe schon mal angepackt und so und ich verstehe auch nicht, wieso sie überhaupt noch mit ihm zusammen ist. Dann soll sie sich schnell trennen. Aber dann soll sie sich wirklich auch schnell trennen. Also mein Rat an dich, du hast das Recht, eine klare Forderung zu stellen. Lass nicht den Meckes mit dir machen. Und du bist schon viel zu nachsichtig bisher gewesen. Die Frau muss eine Entscheidung treffen. Punkt. Das ist richtig, ja. So, und kein Aber mehr und kein Hin und Her, sondern klare Ansage, was los ist. Und das kannst du fordern und da musst du auch ein bisschen härter werden, trotz aller Verliebtheit.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich aus einer großen Grube rausgeholt, weil ich war vorher 6 Jahre mit einer Frau zusammen und war dann ein Jahr solo gewesen und dann habe ich sie halt, wie gesagt, kennengelernt. Ja, ist alles kein Grund. Ja, ist alles okay. Ist alles okay. Ich glaube es ja auch. Das war die erste wieder, die... Ja, ja. Okay. Das war ja, noch keine Entschuldigung dafür, dass du jetzt so dich behandeln darf. So darfst du dich nicht behandeln. So, geh hart damit. Will es ja auch nicht, sagt sie. Aber ja, ach komm. Ja. Geh hart mit der Frau um. Ja. Finde ich. Lieber Thomas, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank erstmal. Toi. Gut. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema morgen. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema alles riskiert, alles verloren. Genau mit solchen Leuten möchte ich gerne reden, die alles riskiert haben. Im Beruflichen, in Geldangelegenheiten, vielleicht in der Liebe oder in was auch immer und alles verloren haben. Die alles aufs Ganze gesetzt haben. Und jetzt dastehen mit leeren Händen. Und dieses entweder bereuen oder sogar im Nachhinein sagen, es war gut, dass ich das so gemacht habe. Nun muss ich es ausbaden, aber es war damals die richtige Entscheidung. Alles riskiert, alles verloren, unser Thema morgen. Wenn ihr euch für dieses Thema für morgen schon anmelden wollt, dann meldet uns unter domian@wdr.de. Heute freie Themennacht 0800 220 5050. Der nächste Anrufer ist Sonja. Sonja ist 29 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo. Ja, ich bin total aufgeregt. Um was geht's denn, Sonja? Und zwar, es geht um Folgendes. Ich war bis vor 2 Tagen eigentlich in einer, ja, sagen wir mal, in einer Lebenskrise, die ich eigentlich schon seit Jahren so mit mir rumschleppe. Mhm. Am besten fange ich ein bisschen von vorne an. Was ist das für eine Lebenskrise? Überschreib die mir mal. Kurz geschlossen. Also ich muss sagen, ich habe sehr früh in meiner Kindheit meinen Vater verloren. Mhm. Ich habe 2 Brüder verloren, einen mit 12, den kannte ich allerdings nicht. Und der ist an Leukämie gestorben. Mein anderer Bruder, den habe ich vor 3 Jahren verloren am Autounfall. Und ich habe eine Mutter halt, die hochgradig depressiv ist. Mhm. Ich war seit meinem 13. Lebensjahr, muss man sagen, bin ich ausgezogen von zu Hause. Mhm. Und so mit 18 bin ich in die Lehre gegangen, also mit 17 schon, bin ich dann irgendwann auf die schiefe Bahn gekommen. Das heißt, ich habe Tabletten genommen. Ich habe hab eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Ja. Und auf jeden Fall habe ich drogenabhängig war ich zu der Zeit gewesen. Ja. Und auch tablettenabhängig, schwerstabhängig. Was hast du für Drogen genommen? Kokain. Ja. Und Heroin. Also harte Nummern. Harte Nummern, ja. Und ich muss sagen, ich habe wirklich immer am Leben gezweifelt und gedacht, Mensch, du musst halt irgendwie packen und ich habe es auch dann gepackt. Mhm. Bin jetzt seit 3 Jahren clean, seitdem mein Bruder tot ist. Ja. Und ich muss sagen, die Unterstützung von der Familie war nicht gegeben. Gut, meine Mutter hatte schon die Türe auf, wo ich auch dankbar für bin, aber so die Verwandtschaft war immer, sagen wir mal, gegen mich. Jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, bis vor 2 Tagen hatte ich so eine große Lebenskrise. Und du hast jetzt so Andeutungen gemacht, was da alles gelaufen ist. Genau. Was ist denn vor 2 Tagen passiert? Also ich muss sagen, ich habe bei Fliege, die Sendung kennt ja jeder, eine Frau gesehen und auch, das ist eine Medium, also so, die mit geistlichen Verstorbenen Kontakt aufnimmt, aufnehmen kann. Und da bin ich hingegangen. Ich habe mit der Frau, die habe ich wie gesagt gesehen, habe dann nur über Telefon mit ihr Kontakt aufgenommen. Ja. Und das Phänomenale war, ich bin dann da hingefahren zu ihr. Ja. Und Vor 2 Tagen? Vor 2 Tagen, genau. Ja. Und das Phänomenale war, ich habe, wie gesagt, nur mich angemeldet bei dem Telefonat und nichts gesagt. Und sie hatte eine Seite erstmal nur über mich. Und ich war total verblüfft, was die mir alles gesagt hatte. Und was das Phänomenalste war, war auch, ich hatte das noch nie gespürt, Domian, das kannst du mir glauben. Es war so eine Wärme in mir. Ich habe immer so was für verrückt gehalten. Für also Leute, die gesagt haben. Die hat dir Sachen gesagt von über dich und aus deiner Vergangenheit? Ja, genau. Die hat erstmal gesagt, die sie eigentlich gar nicht wissen konnte. Genau, die konnte das nicht wissen. Die hat gesagt, die mediale Welt sendet mir dies und jenes. Zum Beispiel, sie sagte, das Erste, was verblüffend war, sagte sie mir, die mediale Welt sendet mir hier Hass. Ich sage, wie Hass? Und dann, wen hast du? Ich sage, ich war die ganze Zeit nur am Hassen, weil alles so für mich so ungerecht schien. Und dann konnte sie auch mir sagen, mit den Drogen und dass ich auch einen Engel zu Hause habe, das stimmt auch. Also ich bin jetzt nicht so häufig. Die hat dir gesagt, dass du Drogen genommen hast, dass du ein Drogenproblem gehabt hast.
so direkt bin, aber große Probleme. Großartig, also große Probleme. Und na gut, das könnte man ja. Ja, das kann man auch verallgemeinern, ja, das ist richtig. Aber was ist denn, was war für dich das Beeindruckendste, was sie wusste, was sie eigentlich nicht hätte wissen können? Ja, das war das. Das kommt. Und zwar, sie hat Kontakt mit meinem Vater aufgenommen. Und ich muss jetzt sagen, das weiß ich jetzt nur alleine. Ich war in meinem Drogenwahn und man sagt, man halluziniert. Aber ich hatte wirklich Erscheinungen in der Zeit, dass mein Vater, das war nur zwei oder dreimal vorgekommen, mein Vater mir wirklich nur als Bild erschienen ist und mit einem drohenden Finger zu mir gesagt hat, hör endlich auf, hör bitte, bitte auf. Und das hat mir so Angst gemacht damals. Das war so eine Drogenerfahrung. Das hast du halluziniert. Ich habe immer das als Halluzination abgestempelt. Ich habe gesagt, man halluziniert. Ja, so, was hat die Frau jetzt gesagt oder erzählt? Sie sagte mir, der Vater, ich habe dann die Frage gestellt, Papa, bist du hier? Und er hat gesagt, ich bin immer bei dir, hat sie mir dann gesagt, so bemittelt. Und ich sag, wann bist du mir begegnet? Hat er gesagt, in der schwierigen Zeit, wo war ich auch bei dir? Ich bin dir in einer Art Bild entgegengekommen. Ey, ich bin vom Socken gehört, also ich bin da fast umgefallen. Oh Gott, ne? Aber irgendwo, dieses Ganze, was ich da erlebt habe, hat mich unheimlich viel Kraft gekostet. Hört sich jetzt für jemanden, der nie da gewesen ist, sag ich mal, wie für mich früher auch, also verrückt an, so nach dem Motto. Es hat viel Kraft gekostet, aber es hat dir offensichtlich auch Kraft gegeben. Wenn du sagst, dass es dir seit zwei Tagen, seitdem du da gewesen bist, bei dieser Frau, bei diesem Medium, dass diese Probleme, die du früher hattest, irgendwie von dir abgefallen sind. Ja, ich habe so loslassen können. Ich habe mir unendlich Vorwürfe gemacht, weil man, ich sage mal, als Suchtmensch lügt man sehr viel. Man musste sehr viel lügen, man hat sehr viel mitgemacht, in jeder Hinsicht. Und ich habe immer gedacht, weil er mir so begegnet ist, er muss unheimlich sauer sein. Und ich war absolut nur mein Papakind, muss ich sagen. So, jetzt hast du bei dieser Frau, bei diesem Medium gesessen. Ja. Sie hat dir aus dem Reich der Toten erzählt. Ja. Von deinem Vater, deinem verstorbenen Vater. Und mein Bruder war auch dabei. Ja. Und wie hat sie dich entlassen, als das vorbei war, der Besuchstermin? Ich muss sagen, wie sie mich entlassen hat. Also ich hatte ja die Fragen zu Ende gestellt, die ich so alles auf meinem Herzen hatte, die jetzt auch sehr intim und persönlich wären, zu intim. Und danach hat sie, ja, wie soll ich sagen, eigentlich haben wir bald dieses Gespräch beendet, indem wir wirklich so, ja, eigentlich so ausgeatmet haben. Ich habe gemerkt, diese Frau braucht Kraft, um überhaupt in diese mediale Welt zu kommen. Hat sie dir Kraft genommen? Nein, Kraft mitgenommen. Ich habe gespürt, wo mein Vater da war, dass unheimlich dieser Geist, der da ist, dass es unheimlich viel Kraft, also braucht, um das auszuhalten. Ja. Wirst du? Ich kann dir das ungefähr so beschreiben. Wenn du da sitzt, also wo ich da gesessen habe, habe ich zuerst so ein Wärmegefühl in meinem Herzen gespürt. Und zum Ende des Gespräches ging diese Wärme in meine Füße. Und am Anfang habe ich noch aus Spaß gesagt, sag ich nochmal, hast du eine Bodenheizung, weil ich mir das nicht erklären konnte, diese Wärme, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, ich merke schon, ein Ereignis, was dich sehr beeindruckt hat, ausgesprochen beeindruckt hat. Wirst du nochmal zu dieser Frau gehen? Ach, ich glaube nicht. Ich habe so diese Fragen, die ich stellen wollte, die haben mich irgendwo erfüllt. Das heißt, ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Das hat mich erstmal sehr beruhigt. Dann hat mir diese Frau gesagt, sie hat auch hellseherische Fähigkeiten. Das hat mich auch sehr erschrocken erstmal. Ja. Sie kann zum Beispiel den Tod voraussagen. Sie sagt, sowas macht sie nicht, weil das wäre nicht seriös. Aber sie hätte diese Fähigkeit, weil sie so gefragt hat, hatte sie persönlich darauf angesprochen. Sie fing nicht von selber an. Ja. Und sie sagte zu mir, ich sage mal, ich habe früher wirklich 2000 Tropfen Tramal genommen und pro Tag ungefähr 300 Euro für Kokain und Heroin gebraucht. Da kannst du dir mal vorstellen, wie ich zugedröhnt war. Und was mein Körper alles so mitgemacht hat. Und ich bin wirklich gesund und alles. Ja, also ich merke, du bist ganz begeistert. Oder bewegt. Ja, sehr bewegt von diesem Auftritt oder von diesem Erlebnis dort. Ja, total.
Das heißt, das war für dich ein guter Schritt, dorthin gegangen zu sein. Ja. Du hast das im Fernsehen vor einiger Zeit gesehen, bei Fliegen. Ja. Und bist jetzt auch so optimistisch, dass dieses Gefühl, dieses letztendlich gute Gefühl auch anhält für die weitere Zukunft? Ja, und zwar aus folgendem Grunde auch noch, weil sie mir auch, also sozusagen mein Vater hat mir auch diese, es wurde dreimal gesagt in der medialen Welt, ich hätte eine unheimliche Kraft und ich müsste dies an Menschen weitergeben. Wie gesagt, ich war vorher in der Altenpflege auch beschäftigt und alles und habe gerne die Leute auch gepflegt. Nur ich muss sagen, ich war mit dem System nachher nicht mehr zufrieden. Deswegen habe ich das irgendwann auch abgebrochen. Und sie sagte, es ist so selten, dass ich dreimal aus einer medialen Welt das Signal bekomme, dass dieser Mensch eine Begabung hat. Man kriegt das mal gesagt, aber nicht dreimal. So, da wünsche ich dir, dass dieses Gefühl anhält und dass du weiterhin Gutes daraus ziehen kannst. Dankeschön. Das ist ja das Wichtigste, wie immer man das auch bewerten mag. Das ist die Person, die betroffen ist, nämlich du, dass du damit mit einer Kraft, mit einem Optimismus rausgehst und für dein Leben was empfindest dadurch. Alles Gute, alles Liebe von Herzen, Sonja. Dankeschön. Wirklich alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Unser Thema morgen, nochmal der Hinweis, heißt alles riskiert, alles verloren. Ja, klares Thema, wer hat schon mal alles auf eine Karte gesetzt, emotional, in Liebesangelegenheiten, in beruflichen Angelegenheiten, in finanziellen Angelegenheiten, in was auch immer, und hat dann wirklich alles verloren. Und steht heute irgendwie mit leeren Taschen da und bereut es oder bereut es auch nicht und sagt, es war gut so, ich stehe dazu. So, hier ist Daniela. Daniela ist 25 Jahre alt. Hallo Daniela. Hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Angstzustände. Ja? Was sind das für Angstzustände? Ich habe Angst vor meinem neuen Partner, wenn er getrunken hat. Ich habe nicht verstanden. Ich habe Angst vor meinem Partner, wenn er getrunken hat. Vor deinem Partner, ja? Ja. Warum hat er dir schon irgendwie etwas mal Böses getan? Nein, er nicht. Mein Ex-Freund hat mich geschlagen, verprügelt, wenn er getrunken hatte. Aber dieser, dein aktueller Partner, er hat noch nichts Schlimmes gemacht. Nein, ich glaube auch nicht, dass er mir was tun würde. Warum hast du denn Angst? Das ist, als ob sich ein Schalter umlegt und ich verfall in Panik. Wenn er betrunken ist? Wenn er was getrunken hat, ja. Wie benimmt er sich denn dann, wenn er betrunken ist? Er ist lauter, aber mehr auch nicht. Also mir gegenüber nicht aggressiv. Wie lange seid ihr zusammen? 6 Monate. Ah ja, noch recht frisch. Und ist das schon öfters vorgekommen mit dem Betrunkensein? Alle 14 Tage. Alle 14 Tage? Wenn Fußballheimspiel ist. Aber ich frage ja nochmal, wenn er wird zwar irgendwie unangenehm, aber es ist noch nichts passiert. Hast du die Sorge, dass vielleicht etwas passieren könnte? Ja. Das schon? Das auf jeden Fall. Weil du eben auch schlechte Erfahrungen früher gemacht hast? Sehr schlechte. Ja. Hast du ihm das denn schon gesagt, dass du die Angst hast? Ja, habe ich ihn. Wir haben dann ausgemacht, dass wir nichts zusammen unternehmen, wenn er was getrunken hat. Dass ihr nichts zusammen unternehmt, wenn er was getrunken hat? Genau. Ja. Ist das eine befriedigende Antwort für dich? Nein, das ist mir nicht. Was möchtest du denn? Ich meine, das heißt ja schon mal, dass du ihn vom Hals hast, wenn er besoffen ist. Das ja, aber ich mache mir dann Sorgen, dass irgendwas passiert. Dass er irgendwie Mist macht oder nicht irgendwie, dass er mich betrügt oder so, sondern dass halt irgendetwas passiert. Hat er denn anderen gegenüber schon mal irgendwas Schlimmes angerichtet? In den 6 Monaten war er 2-mal im Polizeigewahrsam. Und letzte Woche hat er mit dem Ellbogen über eine Scheibe reingefallen. Hat er früher schon mal was gemacht? Also hat er früher schon mal Menschen geprügelt oder? Ja. Wen? Irgendwelche anderen Typen. Also ja, aber Frauen noch nie? Nein. Nein. Also, das ist so eine diffuse Angst, ne? Er hat dir noch nichts getan? Frage ich es nochmal?
Nee, noch nie. Und anderen Frauen auch noch nicht. Aber er ist irgendwie ein bisschen komisch drauf, wenn er besoffen ist und saß schon im Polizeigewahrsam, weil er aggressiv war. Ja. Mhm. Ja, dann muss... bitte? Das geht bei mir so weit mit der Angst, dass ich suizidgefährdet war, beziehungsweise bin. Mhm. Ich war in der Psychiatrie. Sechs. Um alles in den Griff zu kriegen, aber es klappt nicht. Weißt du, Daniela, wenn du von einer solch großen Angst sprichst, habe ich den Eindruck, die Vermutung, dass dir wirklich etwas sehr Schlimmes mal in der Vergangenheit passiert ist, mit einem Mann, mit einem prügelnden Mann. Stimmt das? Ja, also ich habe fast anderthalb Jahre täglich Prügel bezogen. Anderthalb Jahre täglich? Fast täglich, ja. Sexuelle Übergriffe. Ja, von deinem damaligen Freund? Ja. Wie schlimm hat er dich denn geschlagen? Krankenhausreif. Zuletzt mit einer Eisenstange. Wo ich dann auch nicht mehr vertuschen konnte, dass es halt Schläge sind. Mit der Eisenstange auf den Kopf geschlagen? Hüfte, Rippen, Beine, Brust. Das heißt, das endete im Krankenhaus mit einer schweren Verletzung? Ja. Wie schwer waren die Verletzungen? Ja, Rippenanbrüche, Prellungen, Blutungen, ich lag auf der Intensivstation ein paar Tage. Auf der Intensivstation? Ja. Also dann muss es schon schlimm sein, schon sehr schlimm. Was ist aus diesem Mann geworden? Er wohnt jetzt 3 Kilometer weiter, hat eine neue Freundin. Ja. Ich habe sie gewarnt vor ihm. Mhm. Und das war's. Du hast ihn nicht angezeigt damals? Nein. Nein. Wie lange liegt diese schlimme Zeit oder der schlimme Vorfall zurück? Knapp ein Jahr, also etwas über ein Jahr. Mhm. Weiß das dein jetziger Freund? Ja. Auch in den Ausmaßen, so wie du es mir gerade geschildert hast? Spätestens jetzt. Weil er zuhört? Ja, ich denke schon, dass er zuhört. Ah, du hast ihm das so ausführlich noch nicht erzählt? Dass du auf der Intensivstation sogar gelegen hast, weil dein Ex-Freund dich so geschlagen hat. Das nicht, dass mein Ex-Freund mich geschlagen hat, das weiß mein Freund. Also ich hoffe sehr, dass er jetzt zuhört, um die Dimension zu begreifen, die dahinter steckt, die hinter deiner Angst steckt. Jetzt verstehe ich das auch viel besser. Am Anfang habe ich dich gar nicht so richtig verstanden. Jetzt erahne ich, was du für eine Angst hast, wenn er etwas aggressiv wird und wenn er getrunken hat. Hat der andere eigentlich auch immer das gemacht, wenn er besoffen war? Ja. Hm. Das ist, wenn er nüchtern war, war alles okay, aber sobald er irgendwas getrunken hat. Also ich finde, wenn dein jetziger Freund, das ist ja noch eine sehr, sehr junge Liebe, wenn dein jetziger Freund dich wirklich sehr lieb hat, sollte er eigentlich, nachdem er das jetzt gehört hat, dir zuliebe überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinken. Oder nur in ganz kleinen Maßen, sich auf jeden Fall nie betrinken. Einfach aus Rücksicht auf dich. Das hoffe ich, dass er irgendwann macht. Bist du denn noch, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, bist du im Moment in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Ich warte auf einen Therapieplatz. Du musst ja voller Angst sein. Ja. Warum hast du diesen Mann nicht angezeigt? Ich kann es nicht erklären, warum nicht. Du kannst das nicht, die Kraft ist nicht da. Nein. Die im Krankenhaus, die Ärzte, als es dann nicht mehr zu vertuschen war, nachdem das mit der Eisenstange passiert war, was haben die gesagt und was hast du denen dann erzählt? Ich habe versucht, mich rauszureden, weil natürlich kein Mensch geglaubt hat. Und die haben mir dann halt nahegelegt, ihn anzuzeigen. Ich habe dann gesagt, ich mache es, hab's aber nie gemacht. Ja. Also ich finde auch, dass du erstmal natürlich für dich selbst sorgen musst. Und wenn da jetzt eine Therapie ansteht, das ist das Allerwichtigste, dass du zu Kräften kommst. Und über eine Anzeige kann man dann immer noch nachdenken, wenn du etwas stärker und gefestigter bist. Das würde mir auch nichts bringen, also mir persönlich nicht.
Weil ich kann ihn noch nicht mehr hassen. Er ist mir einfach vollkommen egal. Mhm. In erster Linie geht es dir jetzt darum, dass du in der neuen Beziehung keine Angst mehr haben musst. Ich möchte diese Angst nicht mehr haben. Mhm. Ich weiß, dass mein Freund mir nichts tun würde. Und trotzdem habe ich diese Angst. Mhm. Vielleicht wird dein Freund dich jetzt besser verstehen. Sollte er uns nicht zugeschaut oder zugehört haben, rate ich dir dringend, Daniela, ihm wirklich alles zu erzählen, was da passiert ist. Ihm wirklich das Ausmaß zu schildern, damit er das versteht, was du für eine Hölle hinter dir hast. Und was letztendlich das auch für ein Vertrauen bedeutet, dass du dich überhaupt wieder auf einen Mann und dann auf ihn eingelassen hast. Wobei das ja noch gar nicht so lange zurückliegt, Allerschlimme. Also wir hoffen, dass er zugehört hat. Ja, hoffe ich auch. Und jetzt möchte ich gerne, dass du noch einige Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Ja, das ist die Simone und Simone ruft dich jetzt gleich an, Daniela. Okay. Alles Liebe, alles Gute von Herzen, viel Glück in deiner Beziehung. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Petra. Petra ist 40. Hallo Petra. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ja, du musst jetzt deinen Fernseher und dein Radio ganz, den Ton ganz wegschalten. Ganz wegschalten? Ich bitte, ja. Einen Moment. Ich bitte darum, ja. Das sagen wir seit 10 Jahren immer, aber man kann das ja auch immer ein bisschen vergessen. Okay. Petra, so, jetzt können wir uns doch schon wieder viel besser unterhalten, ne? Ja, das stimmt, ja. Ja. Du hast den Ton immer noch nicht weggeschaltet. Ist noch nicht ganz weg, Rosi. Du musst ihn ganz wegschalten. Gar nicht weg, bitte. Schade eigentlich, ne? Ja, jetzt bin ich da, ne? Ja, ich höre was, genau. Petra, okay. Um was geht's denn? Mein Thema ist, dass ich also vor 9 Jahren meine 10-jährige Tochter verloren habe. Sie hatte Krebs gehabt. Ja. Und ich merke also, dass ich also mir da damals also überhaupt gar keine Hilfe geben lassen habe. Ich habe auch keine Therapien oder sonst was gemacht, sondern ich habe einfach versucht, darüber selber von alleine wegzukommen. Mhm. Und trotzdem kommt dann jedes Mal, wenn halt eben diese empfindlichen Tage kommen, wie Weihnachten und so weiter, das kommt mir dann auch alles wieder hoch. Ja. Und ich habe jetzt also mehrmals versucht, also bei Themen, Abende, Nächte also anzurufen, aber heute ist das allererste Mal, dass ich durchgekommen bin. Finde ich auch ganz, ganz toll. Mhm. Hast du noch andere Kinder, weitere Kinder? 3 Kinder noch. Mhm. Wie hast du diese Zeit damals in Erinnerung, als dir klar wurde oder klar war, dass das Kind nicht überleben wird? Jetzt insgesamt so die Situation. Mhm. Also es ist unglaublich, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Mhm. Da geht erstmal zunächst einmal taucht das Denken auf, ach, die spinnen alle, die haben sich alle irgendwie ein bisschen vertan. Mhm. Und aber wenn man dann zusehends immer mehr mitkriegt, also wie die Kleine da vor sich her vegetiert, keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann, ja, praktisch, also ja, körperlich zerfällt, ne? Zum Schluss hat sie 9 Kilo nur noch gewogen. Sie ist 10 Jahre alt geworden, hast du gesagt. Ja, genau. Ja. Wie alt war sie, als ihr erfahren habt, dass sie Krebs hat? 8. 8 Jahre. 8 Jahre. War es Leukämie? Ja, das war eine Leukämieart. Das heißt, man hat noch viel versucht und alles Mögliche unternommen, was sicher auch sehr anstrengend und qualvoll für das Kind war. Ja. Chemotherapien und was man alles macht. Sollte ja zunächst einmal kombiniert werden mit Bestrahlung, aber dann haben die Ärzte gemerkt, es hatten sich 2 Metastasen gebildet. Einmal im Bauchbereich, also Bauchspeicheldrüsenbereich und einmal zwischen Herz und Lunge. Mhm. Und da konnten die auch nicht mehr bestrahlen. Da war uns allmählich immer mehr klar geworden, ja, dass es immer weniger Hoffnung gab. Ne? Ja, ja. Langsam hatten wir uns dann auch angefangen, selbst darauf einzustellen. Das hat auch am Anfang gut geklappt. Wir konnten uns gut darauf einstellen. Ja. Ja, uns langsam aber sicher von ihr zu verabschieden. Ne? Ist sie zu Hause gestorben? Nein, sie ist im Krankenhaus gestorben. Mhm. Mit 10 Jahren ist man ja schon relativ fit. War ihr klar, dass sie sterben wird müssen? Habt ihr darüber gesprochen? Mit meiner Tochter meinst du? Ja, ja. Nein, zunächst einmal nicht. Mhm. Später tauchte von ihrer Seite, sie hat das wohl irgendwie gespürt, tauchte von ihrer Seite ständig die Frage auf, Mama, muss ich bald sterben, weil sie hat auch in der Krebsstation. Mhm. Ja, hatten wir auch ganz viele Kinder einfach so von einer Sekunde auf die andere, ja, weg sie, dahin siechen sehen. Mhm. Das dann, Jennifer war zum Beispiel mit einem kleinen Jungen da auf dem Zimmer gewesen, ich war ja als Begleitperson immer mit und auf einmal, ja,
hat der Überwachungsapparat halt eben Fehlanzeige angesagt, also halt eben, dass er also im Zimmer gestorben war. Ne? Das hat sie alles mitbekommen. Klar, dann hat sie angefangen, sich damit also auseinanderzusetzen. Sie hat ja auch so auf der Krebs, also auf der Krebsstation hat sie ja auch so eine Sozialpädagogin mit den Kindern auch über Tod und sowas gesprochen und sie hat sich natürlich darüber Gedanken gemacht. Dauernd hat sie mich gefragt, Mama, muss ich bald auch sterben? Was antwortet man dann einem Kind, wenn... Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mich meistens erstmal weggedreht, sie durfte nicht sehen, dass ich weine. Und da habe ich nochmal zu Jennifer gesagt, Jennifer, wenn du weiterleben willst, dann stirbst du auch nicht. Das war das Einzige für mich, was ich in dem Moment sagen konnte. Ja. Mehr konnte ich ihr nicht sagen. Warst du dann bei ihr, als sie gestorben ist? Ja. Mit der Patentante von meinen Kindern, mit der Rosi. Die jetzt auch gerade bei dir zu Hause ist? Ja, genau. Ja. War sie noch bei Bewusstsein bis zum Schluss oder ist sie eingeschlafen? Also muss ich jetzt also ganz weit ausholen. Also als die Ärzte uns angerufen hatten, mein Mann und ich damals, mich damals, uns gesagt hatten, dass jetzt in wenigen Stunden, wann das genau ist, passieren wird, können die auch nicht voraussagen, aber jetzt in den nächsten Stunden werden die Lungenflügel von ihr einfallen und wir müssen uns jetzt über die Art und Weise, wie man ihr noch helfen kann, darüber reden. Und wir haben eigentlich das gemacht, sage ich jetzt mal auch ganz ehrlich, was eigentlich strafbar ist. Wir haben mit den Ärzten, und ich habe mich durchgesetzt, wir haben mit den Ärzten verhandelt. Und es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das hat uns der Arzt, ich nenne auch deswegen jetzt keinen Namen, der hat uns einen Wink durch die Blume gegeben. Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Jennifer, wenn ihr von Jennifer also die Lungenflügel einsterben, dann ergibt das einen ganz qualvoller Erstickungstod. Das können wir so bei belassen, wir können reanimieren, wir können sie dann auch an die Apparate wieder festlegen, aber dann wird sie halt eben Jahre im Koma liegen, ob sie da jeweils also wieder rauskommen wird, das steht noch in den Sternen. Die zweite Möglichkeit hat er gesagt, wir können human helfen mit entsprechenden Medikamente. Ja. Er hat mir die Medikamente genannt, ja. Morphine, ja. Gemisch aus Morphine und Valium. Aber dann hat er gesagt, die Ärzte müssten sich auch absichern. Und wir sollten dann also, damit die Ärzte abgesichert sind, unterschreiben. Ja, und das habe ich getan. Also das war für mich, für meine Gedanken und Gefühle nur vereinbar. Mein Mann war dagegen. Wir hatten uns auch kurz also gestritten im Beisein von den Ärzten. Die haben uns dann auch alleine gelassen, eine heikle Diskussion. Und dann habe ich hinterher zu meinem Mann gesagt, okay, alleine, wenn ich das jetzt alleine unterschreibe, übernehme ich die gesamte Verantwortung, aber ich weiß ganz genau, sie geht friedlich von uns weg. Endlich hört das Leiden von ihr auf. Guck sie dir an, guck ihr ins Gesicht, sie liegt schon im Sterben. Was willst du verdammt nochmal retten, habe ich zu ihm gesagt. Gut, dann hat er hinterher mit unterschrieben. Er hat mich dann von dem Tag an, als er unterschrieben hat, hat er mich auch allein gelassen. Ja. Er hat, die Ärzte haben, Entschuldigung, tut mir an. Jetzt kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Ja, ist völlig klar. Die Ärzte haben uns dann auch nahegelegt, dass es ganz, ganz wichtig ist, jetzt mit der Jennifer zu sprechen. Weil sie dann noch ansprechbar war. Ja, sie war ansprechbar. Die Ärzte haben das aus dem Aussicht, eine Kinderpsychologin war dabei gewesen. Und die haben zu mir gesagt, die Aufgabe müssen Sie als Eltern also praktisch übernehmen, weil das sind Sie Ihrem Kind jetzt schuldig. Ja. Das Kind hat jetzt... das Verlangen, weil es spürt auch, was los ist. Das hat die Kinderpsychologin mir auch gesagt. Ja. Die hat mir sehr geholfen in der Zeit. Und dann hast du mit ihr sprechen können? Oder habt ihr mit ihr sprechen können noch? Ja, mein Mann ist abgehauen. Der hat mir zu mir gesagt, der soll das Krankenhaus verlassen. Im Flur hat zu mir gesagt, kannst du das nicht machen? Ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt zu den anderen Kindern. Dann ist der einfach abgehauen. Wie lange hast du dann noch mit ihr gesprochen? Ja, ich habe mit der Jenny fast 2 Stunden. 2 Stunden. Und wie ging das dann weiter? Hat sie dann eine Spritze bekommen oder wie? Nein, das wurde ja verabschiedet, erstmal alles so lassen. Und dann wurde ja auch das aufgehoben. Sie hat ja zum Beispiel eine Allergie gehabt zwischen, vor Kakao und also überhaupt Milch- und Eierprodukte. Da hatte sie ja eine bekannte Allergie. Das wurde ihr auch immer verwehrt. Darunter hatte sie ja früher zwar auch immer gelitten, aber sie konnte ganz gut damit leben. Und von da an hatten wir ja alle gesagt, okay, ab jetzt gibt es also keine Streichungen mehr. Und sie bekommt also alles das, was sie will, was sie sich wünscht. Ja, ja.
Und wir haben uns dann ich habe mit den Ärzten, ich wollte ja auch wissen, wie das jetzt geht, ob die jetzt direkt also irgendwas bekommt. Mhm. Nein, die Ärzte haben gesagt, solange sie noch so zurechtkommt, mhm. die werden mhm. also auf jeden Fall mit mir zusammen Blick auf sie werfen, mhm. sie niemals mehr aus den Augen lassen. Mhm. Und wenn der entsprechende Arzt halt eben nicht zur Stelle gerade ist, eine Schwester ruft ihn sofort. Verstehe. Wie lange hat das dann noch gedauert, bis sie verstorben ist? Ich sag ganz ehrlich, 1,5 Tage. Mhm. Ja. Hast du heute, bist du mit dir im Reinen, dass du es so gelöst hast? Doch, mhm. das schon, ja. Mhm. Doch. Aber die ganze Geschichte ist für dich unverarbeitet. Das Ganze liegt 9 Jahre zurück, sagst du. Mhm. Und dennoch, so wie du es jetzt auch schilderst, klingt es so, als wäre es gestern gewesen. Ja, so genau, das ist das. Jedes Mal, wenn ich neue Leute kennenlerne zum Beispiel, habe ich direkt den Bedarf, die also direkt an meinem Leid, also mhm. daran teilhaben mhm. zu lassen. Mhm. Ich merke aber auch bei vielen Leuten, die können damit nichts anfangen mhm. und die wollen davon auch nichts hören. Mhm. Ne? Verstehe, das ja. ist noch das Zusatzproblem mhm. für mich. Ne? Mhm. Ja. Wie alt sind deine anderen Kinder? Die Jacqueline wird jetzt im Oktober 17. Mhm. Der Pascal, der ist 13. Der wird jetzt also 13 im Januar und ja. Und die Patricia, die wird jetzt 12 im Dezember. Ah ja, also die Ältere hat das dann schon sehr mitbekommen damals, die ganze Geschichte. Mhm. Kann man so sagen, ne? Mhm. Ja. Du hast, als dein Kind dann verstorben ist, ich meine, das ist ja zusätzlich auch noch schlimm, dass dein Mann dich dann verlassen hat. So hast du es gerade gesagt, ne? Mhm, ja. Dass dann auch die Ehe dann zusammengebrochen ist. Du hast nie eine psychologische Betreuung gehabt, eine Aufarbeitung. Gar nichts. Du hast es alles für dich so mit dir selbst herumgetragen und trägst es immer noch sehr schwer mit dir herum. Was natürlich verständlich ist. Man wird es, glaube ich, nie vergessen, wenn man ein Kind verliert. Aber natürlich gibt es da auch Verarbeitungsprozesse. Hast du schon mal etwas gehört von den verwaisten Eltern? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Nee. Das ist eine bundesweit organisierte, wie ich weiß, sehr gut arbeitende Selbsthilfegruppe. Wo sich Eltern treffen, die ihre Kinder verloren haben, die gestorben sind, die durch einen Unfall umgekommen sind, wie auch immer. Mhm. Ich höre sehr, sehr Gutes von diesen Gruppen, weil eben dort Menschen sind, die alle dasselbe erfahren haben und die sich nichts vormachen müssen. Und jeder versteht den Schmerz des anderen zu 100%. Und niemand geht dem anderen auf die Nerven. Ich würde gerne Folgendes vorschlagen jetzt. Dass einmal meine Psychologin dir gleich mal eine Kontaktadresse von den verwaisten Eltern gibt, dass du da Kontakt aufnehmen kannst, wenn du es möchtest. Ja, gerne, doch. Und zum Zweiten würde ich dir auch sehr dringend anraten, mal über eine therapeutische Betreuung nachzudenken. Das kannst du mit meiner Psychologin jetzt mal in Ruhe besprechen. Und eventuell dann vielleicht auch, wenn du mit den verwaisten Eltern Kontakt hast, das doch zu besprechen. Doch, das würde ich gerne machen, doch. Ja. Dann machen wir das so. Dann legst du jetzt bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an und dann könnt ihr alles genau besprechen, was nötig ist. Okay, alles klar. Ich danke dir nochmal, Domian. Liebe Petra, alles dann Gute. Dann wollte ich dir noch sagen, mach weiter so mit der Sendung. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll, mit welcher Engelsgeduld du mit den Leuten reden kannst und denen auch helfen kannst. Das finde ich ganz, ganz toll. Mach weiter so. Sehr nett, dass du sagst, Petra. Dankeschön. Du legst bitte auf und wir rufen zurück. Alles klar. Danke nochmal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Thomas. Thomas ist 29 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Mein Thema ist, dass du eine Glücksfee bist. Eine Glücksfee? Ja, wir haben zusammen im Februar, am 4. Februar telefoniert. Ja. Und ich habe dir da erzählt, dass bei mir ein Ärztefusch gemacht worden ist. Ich daraufhin 37 Mal operiert worden bin und ich war im Krankenhaus zu der Zeit und es halt stand, ob die das Bein abnehmen mhm. oder es versteifen. Und ich konnte damit damals überhaupt nicht umgehen. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte auch keine Freunde, keiner hat mich mehr im Krankenhaus besucht wegen der langen Zeit. Wie lange lagst du da schon im Krankenhaus? Ich lag, glaube ich, 6 Wochen mhm. in Quarantäne. Ne? Mhm. Aber insgesamt über 4 Jahre, also 1,5 Jahre im Krankenhaus. Mhm.
Das und immer in Quarantäne, ne? Es ging um das Bein. Genau, es ging um das Bein. Es ging um das Bein, ob das amputiert werden sollte. Genau. Jetzt erzähl mal, was passiert ist. Ja, und zwar folgendes. Du hast ausnahmsweise mal so einen Hilferuf gestartet und hast gesagt, Leute, meldet euch bei dem. Und und dann wurde ich von der Redaktion angerufen und da kamen auch ganz, ganz viele Meldungen. Ne? Mhm. Also ich möchte mich bei den Leuten bedanken, ich kann die aber nicht alle anrufen. Ne? So. Und aber im Voraus, das war freitags, und am Sonntag rief mich dann ein Mädel an. Ja. Die hat nach Schwelm, die hat gedacht, Schwelm, okay, da gibt es noch zwei Krankenhäuser. Ja. Ne? Hat in einem Krankenhaus angerufen. Aha. Und dann hat die so lange die Frau am Telefon weich gemacht, dass sie zum Thomas, also sie hat nur gesagt, Thomas, ich will den Thomas sprechen. Und diese Mädel wiederum hatte dich hier bei mir in der Sendung gehört. Ja, ganz genau. Genau, ja. Die hatte Thomas gehört und Schwelm gehört. Genau. Das waren die Informationen. Ja, ganz genau. So, dann war die ganz hartnäckig da beim Krankenhaus. Ja, und hat dann nach Thomas gefragt. Ja, und dann? Ja, und dann wurde ich durchgestellt. Mhm. So, und und dann fing das an. Dann haben wir uns jeden Tag mindestens 6 Stunden telefoniert. Ach. So, und... So lange jeden Tag? Ja. Mit einer ganz fremden Person? Ja. Ja. Und ich konnte nicht mehr, ich musste, also wir haben uns ja noch nie gesehen, ne? Aber ich war schon verliebt in die. Durchs Telefon. Ja, ja. Das war total kurios, aber sie auch. Ja. So, und ich bin dann aus dem Krankenhaus raus, ich habe mich da selbst entlassen, ich bin abgehauen. Was ist mit den Beinen? Kurz, das noch erzählt. Ja, das ist versteift worden, ne? Das ist versteift worden. Das ist nicht amputiert worden, sondern versteift worden. Raus aus dem Krankenhaus? Raus aus dem Krankenhaus, nicht, obwohl ich noch nicht gehen dürfte, aber ich bin halt rausgegangen und am selben Tag abends noch zu ihr. Und an dem Abend sind wir zusammengekommen und seit dem Abend haben wir noch keinen Tag, nicht zusammen waren. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Ja, und das Allerbeste ist... Freue ich mich aber wirklich sehr. Das wirklich. Allerbeste ist, wir haben geheiratet. Nein, das auch schon? Ja. In so kurzer Zeit? Ja. Wir wollten dich gerne einladen, aber... Das freut mich total. Das freut mich wirklich total. Was für ein Zufall, wenn sie dich hier nicht gehört hätte, ja, wärt ihr nie zusammengekommen. Das war ein super Zufall. Das ist ja sensationell. Jetzt sag mir noch mal, wie es dir geht mit dem Bein. Ja, klar, Schmerzen hat man noch, ne? Aber ist okay. Ist okay. Also das Schlimmste war wahrscheinlich das Seelische. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ungeheuer schön, wenn man dann seelisch aufgebaut wird, wenn man schon so krank ist und da so positive Energien bekommt. Und vorher hingst du ja völlig durch, ne? Wenn ich mich da noch recht an erinnere, warst du ja sehr traurig und sehr einsam und das war alles sehr fürchterlich eigentlich. Ja. Ja, und diese Frau, die hat mir halt die war meine Psychologin genommen. Ne? Ja, das ist jetzt dein Engel, die Frau. Das ist mein Engel, ja. Wie heißt denn der Engel? Mein Engel heißt Kleine Maus. Die Kleine Maus. Kleine Maus. Daniela heißt sie. Daniela. Thomas, freue ich mich wirklich von Herzen. Wirklich. Ganz toll. Freue mich auch, dass unsere kleine Sendung hier immer wieder solche Sachen bewerkstelligen kann. Wirklich super. Du grüßt ganz herzlich Daniela von mir. Ja, mach ich. Ich wünsche euch beiden wirklich alles Glück der Welt und ganz lange Zeit, für immer und viele, viele Jahrzehnte. Und vor allen Dingen, dass du noch fitter und gesunder wirst. Ja, und ich muss dir auch nochmal danken. Also das war wirklich, also du bist so eine Glücksfee, das gibt's gar nicht. Ja. Ich danke dir vielmals. Okay. Tschüss, tschüss Thomas, tschüss. Ein Hinweis auf morgen nochmal. Unser Thema heißt Alles riskiert, alles verloren. Im beruflichen Bereich vielleicht, im finanziellen Bereich, in der Liebe. Alles riskiert, alles verloren. Wenn ihr morgen gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch jetzt schon mal an unter domain.wdr.de. Und Hinweis auf unsere Promi-Sendung am Samstag.
Da ist mein Gast Bärbel Schäfer. Bärbel Schäfer, am Samstag mein prominenter Gast. Und hier ist Sandro. Und Sandro ist 22 Jahre alt. Nee, da ist nicht Sandro. Sandro ist hier. Hallo Sandro. Ja, hallo Domian. Das habe ich gerade falsch gedrückt hier. Ach so. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Also ich habe ein folgendes Problem. Ich bin irgendwie seit 2 Jahren so auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Und bin irgendwie jetzt irgendwie, glaube ich, so spielsüchtig. Ja. Denke ich mal. Was machst du? Wo, was, wie spielst du? Also, es hat vor 2 Jahren angefangen, bin ich mal ins Casino gegangen, ins klassische. Ach so, ins klassische Casino. Genau. Schick angezogen. Ja. Bitte? Schick angezogen. Genau, mit Anzug, Krawatte. Da alles. Piepst es gerade, hörst du das? Bitte? Es piepst immer zu so ein bisschen. Hörst Ach, du das okay. auch? Nee, ich höre nichts. Okay, erzähl mal weiter. Ja, okay, dann bin ich halt da hingegangen, ja? Habe ich immer dann halt mein ganzes Vermögen da drauf gesetzt und es ist auch meistens schief gegangen. Das heißt, in den 2 Jahren, wie viel Geld hast du verspielt? Also, so muss ich machen, so 10.000 bis 12.000 Euro. 10.000 bis 12.000 Euro. Genau. Gehst du denn jetzt weiterhin auch noch spielen? Ja, das ist das Problem. Immer wenn ich Geld bekomme etc. oder ich leihe mir das halt von meinen Eltern und dann gehe ich das immer dahin und verspiele das immer noch. Wie viele Schulden hast du im Moment? Es piepst schon. Hörst du das nicht, wenn das immer zu piepst? Nee, ich höre das gar nicht. Also 5.000 Euro habe ich jetzt wieder neue. 5.000 Euro Schulden? Genau, durch die Spielsucht. Bist du beruflich auch irgendwie tätig? Ja, also ich bin Automobilkaufmann. Ja? Und immer halt, wenn ich das Geld bekomme, versuche ich immer irgendwie mehr Geld zu bekommen. Gleich wieder weg. Genau. Dann wie oft gehst du da hin? Also immer wenn ich Geld habe und wenn das Geld weg ist, dann leihe ich mir halt vom Kollegen Geld. Ja. Und versuche irgendwie dann halt das Geld zu verdoppeln oder mehr zu bekommen. Was meistens also schief geht. Also jetzt ist schon. Verlässt mich auch sehr. Ja, jetzt ist schon der Moment gekommen, wo du selbst sagst, das ist eine Sucht. Ich komme da nicht weg von. Mensch, das piepst macht mich ganz jeck, dass du das nicht hörst. Ich mache mal folgenden Vorschlag, Sandro. Wir rufen dich mal nochmal an und gucken mal, ob wir eine sauberere Leitung kriegen, okay? Okay, danke. Okay, bis gleich. Bis gleich. Dann machen wir jetzt weiter, bis wir den Sandro wieder haben. Mit, frage ich meine Regie, mit Patricia. Patricia, 21, hallo. Hallo Domian. Grüße dich. Und was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um meinen Vater. Ja, was ist da los? Das ist so, dass, ich meine, wir hatten noch nie ein gutes Verhältnis, aber meine Mutter hat sich umgebracht, da war ich 13 Jahre alt. Und ja, seitdem läuft irgendwie alles schief. Also er versucht mir irgendwie immer das Leben schwer zu machen. Ich weiß nicht warum. Es fängt an. Wohnst du noch zu Hause? Nein, schon lange nicht. Schon lange nicht mehr. Ich bin mit 16 ausgezogen. Ja. Eine Frage zu deiner Mutter. Warum hat sie sich damals das Leben genommen? Sie war depressiv. Also sie hatte immer Depressionen. Mal hatte sie, mal war sie dann wieder gut drauf. Dann hat man hat jetzt immer angesehen, wann sie es hatte und wann nicht. Ja. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat sich mit den eigenen Schnürsenkeln aufgehängt. Oh, mit den eigenen Schnürsenkeln? Ja, an einem Baum. Das kann man? Und ja, und das Merkwürdige daran ist bloß, also der Baum, der war wirklich nicht hoch. Das heißt, sie hätte wieder aufstehen können. Und ich verstehe nicht, warum die sich da hingehockt hat. Also ich verstehe es bis heute noch nicht. Wo, bei euch im Garten, oder? Nee, das ist eher in so einem Waldstück. Und da haben sie nachher Schwarzangler gefunden. Ich überlege gerade, Schnürsenkel sind doch dünn. Schnürsenkel reißen doch, wenn sich da ein Mensch dran hängt. Doch, anscheinend ja. Plötzlich mit den eigenen Schnürsenkeln hat sie sich da an diesem Ast aufgehängt. Gott, oh Gott. Ich weiß ja auch nicht, ob sie nun beide zusammengebunden hat oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, ich darf das ja auch nicht sehen. Ja, ja. Du warst 13 Jahre damals. Genau. Was ja für ein Kind ein unfassbarer Schock ist, ne? Wenn die Mama tot ist plötzlich. Ja, und wenn man dann von heute auf morgen noch erwachsen werden muss, dann noch mehr, ne? So, du wolltest aber über deinen Vater sprechen, weil dein Vater dir das Leben schwer macht, sagst du. Ja, genau. Dass ich erwarte eigentlich von meinem Papa, dass er eben halt viel mehr für mich da ist und mich auf meinen Arm nimmt und mich mal unterstützt. Und also, das tut er überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er macht immer, jedes Mal, wenn zum Beispiel Weihnachten, Geburtstage sind, irgendwie sowas, er macht immer Theater. Warum? Ja, weil ihm irgendwas nicht passt oder weil ihm irgendwas nicht klarkommt. Oder das Letzte war jetzt, es war so, die haben geheiratet, also wieder neu geheiratet. Ja. Und ich war zu dieser Hochzeit nicht eingeladen. Ich wusste nicht mal, dass diese Hochzeit, dass die überhaupt existiert. Oh. Und sie hat auch eine Tochter, die ist 3 Jahre jünger als ich. Ja. Und die war aber da eingeladen. Ja. Und die haben mich bis zum Schluss belogen und habe ich nach dem Tisch gehauen und gesagt, sondern hört auf, mich zu belügen. Ja. Hört einfach auf damit. Hat er dir das denn erklärt, warum er dich nicht eingeladen hat zu seiner Hochzeit? Nö, sie hat ganz hart zu mir gesagt, die wollten sich den Tag nicht versauen lassen.
das heißt, du kannst auch nicht sehr gut mit dieser neuen Frau? Nö, also irgendwie nicht mehr. Wie war das denn? War das Verhältnis dann direkt, nachdem deine Mutter gestorben war, sehr schlecht zwischen dir und deinem Vater? Ja. War das, also er hat mich geschlagen danach, hat mir die Schulter dran gegeben. Er hat dir die Schulter angegeben? Ja. Warum? Ja, ich bin ja so böse gewesen und ein schlechtes Kind. Achso, du hast der Mutter das Leben schwer gemacht, genau. So in der Richtung. Ja, und ich muss dir wirklich sagen, Domian, andere Kinder, ich habe jetzt selber eine Tochter. Und ich kriege jetzt auch so einiges mit, die Kinder immer so sind. Und ich muss echt sagen, andere Kinder zum Beispiel sind auch so, die versuchen mal zu klauen, die versuchen mal Alkohol zu trinken, die versuchen mal Drogen zu nehmen, die versuchen auch mal zu sagen, ich schlafe bei einer Freundin und gehe in die Disco. Und wirklich alles sowas habe ich nie getan. Ich habe es wirklich nie getan und ich verstehe nicht, wo hat er das Leben mit mir schwer gehabt oder die. Und dass, wenn du es getan hättest, darf man einem jungen Menschen nicht vorwerfen, du bist schuld am Tod deiner Mutter. Das ist ja völliger Unsinn. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. War dein Verhältnis vorher zu dem Vater, bevor deine Mutter gestorben ist, war das Verhältnis besser? Was heißt besser? Ich meine, er hat sich nie richtig um mich gekümmert, ne? Ich war zwar da, aber richtig gekümmert hat sich immer noch meine Mutter um mich. Also war das für dich wirklich dann, also in Anbetracht dessen sogar noch viel schlimmer, weil der Kontakt oder die Bindung zum Vater nicht so stark war? Genau. Du bist mit 16 dann schon aus dem Haus gegangen, ist ja recht, das ist ja recht früh. Ja. Lag es daran, weil das mit dem Vater nicht so gut funktionierte? Genau, ja. Wo bist du? Er hat mich aber eben halt nur geschlagen und dann war das eben halt so, dass ich bin schwanger geworden. Ich kann heute sagen, Gott sei Dank, ich bin schwanger geworden und mein Freund und ich, wir wussten ganz genau, dass mein Vater das nicht zulassen wird, dass ich damit, dass ich eben halt schwanger bin und mein Vater hat auch gleich gesagt, du kriegst dieses Kind nicht. Ach, das war mit 16 Jahren warst du schon schwanger? Genau. Ja. Und er wollte dieses Kind absolut nicht und hat gesagt, du treibst es ab und ich habe gesagt, nein. Und dann ist mein Freund mit mir zusammen ausgezogen, also hat mich mitgenommen und gesagt, nein, du ziehst mit mir zusammen, wir kriegen dieses Kind und wir ziehen es auch groß. Ja. Ist der Kontakt dann eher eingeschlafen oder gab es ihn doch immer wieder, aber eben sehr schlecht? Also mein Vater war so verrückt, auf Deutsch gesagt, als ich im 8. Monat war, da wollte er uns beide umbringen. Er wollte uns umbringen. Denn, also da hat meine Großmutter mich noch angerufen, ich soll nicht aufs Motorrad oder nicht ins Auto steigen eben halt. So, dann ist die Kleine geboren. Weil? Du sollst nicht aufs Motorrad steigen oder ins Auto, weil? Weil er uns umbringen wollte, ja. Warum sollst du da nicht ins Auto steigen? Weil er uns mit dem Auto oder mit dem Motorrad, er wollte uns umbringen. Also ich sollte nicht bei ihm ins Auto reinsteigen. Achso, bei ihm ins Auto reinsteigen, genau. Achso, verstehe. So, und das Letzte war jetzt eben halt so, die Kleine war dann da und jetzt hat er sich auch gefreut und auch meine Enkeltochter hier und da. Und wir verstehen uns eben halt nicht so gut. Das Letzte war jetzt an meinem Geburtstag. Dass er da anfing eben halt, er hat gesehen, dass ich mir einen Therapieplatz besorgt habe, weil ich darf meinen Vater nicht besuchen, er darf nur zu mir kommen und... Patricia, ich mach mal hier einen Schnitt, weil die Sendung gleich aufhört, ganz radikal. Du legst mir bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an. Ja, okay. Bis gleich, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute.